Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einer neuen Zuschauerfolge auf meinem Kanal. Wir spielen heute mit dem lieben Migi, aka MiguelQ1 aus dem Chat. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus und wöchentliche Gewinnspiele gibt es hier auch, deswegen abonnieren lohnt sich. Und wenn du mitspielen willst und mit mir eine Zuschaueraufnahme haben willst, schreib es gerne in die Kommentare rein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, let's go, Amigos. So, wir spielen mit dem lieben Migi aus der Community und wir bewerten als erstes sein Profil, seinen Account. Und wie gesagt, wenn ihr mitzocken wollt, beziehungsweise auch eine Zuschaueraufnahme wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, damit wir auch mal ein Video zusammen aufnehmen. Weil mein Ziel ist es, mit jedem Brawl Stars Zuschauer ein YouTube-Video zu haben. Deswegen abonnieren, reinschreiben und aufnehmen. So, Migi aka Miguel hat eine Siegesserie von 35. Sehr, sehr, sehr geil. Der Skin auch sehr, sehr, sehr cool. Und der Klarname ist zwar nicht mein Clan, ja, ist kleiner Punktabzug, würde ich sagen. Nee, Strohhutbande, One Piece, sehr, sehr, sehr geil. One Piece, ein sehr, sehr geiler Anime. 52.000 Trophäen, geisteskrank. Er hat alle Brawler, die Kampfkarten sehen sehr, sehr nice aus. Ja, Kid auf Platz 1 mit den meisten Trophäen. Kid, mein Lieblingsbrawler, einfach nur, weil ich Katzen liebe. Also sehr, 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 sehr stabiler Account. Wirklich sehr, sehr geiler Account. Vor allem, wir gucken mal hier. Alle auf Stufe 20, ne? Ja, okay, paar sind noch auf 15, ja. Aber das ist geisteskrank. Würde mich auf jeden Fall interessieren, Miguel, seit wann du zockst, kannst du dir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn du das siehst, das Video. Sehr, sehr, sehr geil. Und ja, Miguel hat auch gewollt, dass wir den Modus Ballball 5 gegen 5 spielen. Ich soll Sandy weiterspielen mit dem Level, ich momentan on-stream gerade. Deswegen, let's go in die erste Runde. So, Brawl Ball 5 gegen 5. Ich bin jetzt nicht der Beste im Brawl Ball, aber ich muss sagen, Übung macht den Meister. Vielleicht werden wir da besser. Vielleicht lohnt es sich erstmal hier den Ball nach oben. Okay, hat nicht gelohnt. Perfekt. Ich habe den gegen die Bande gespielt und wieder zurück. Aber 5 gegen 5 ist immer so geil, weil es einfach richtiges Royal Rumble Feeling ist. Jeder greift hier jeden an. Hauptsache hier mal Ball gewinnen. Oh Gott. So, kurz mal hier weg. Oh Gott, wir müssen hier kurz helfen. Hä, hat meine Ultima... Meine Ult hat gar nicht funktioniert, kann es sein? Das ist belastend, okay. Also bitte hättet mich nicht in den Kommentaren. Ich versuche gerade Sandy. Also ich bin mit Sandy super, super schlecht. Ja klar, ich bin mit jedem Brawler schlecht. Aber mit Sandy bin ich äußerst schlecht heute. Belastend. Ich glaube, die Ult hat tatsächlich hier geholfen, damit wir hier ein bisschen Platz gewinnen können. Warum nicht in die Mitte spielen? Das hat mein Coach schon immer damals gesagt beim Fußballspielen. Niemals... Oh, jetzt ist es 1-0. Belastend. Niemals in die Mitte den Ball spielen. Immer weghauen und von der Seite aus. Ich habe ja selbst Fußball gespielt gehabt. Oh Gott. Und bin ein großer Fußballfan. Deswegen finde ich Brawl Ball sehr, sehr nice. Auch wenn ich da sehr, sehr schlecht bin. Alter, wir kriegen ja... Wir verlieren hier mit purer Dominanz. Oh Gott, ich bin tot. Belastend. Deswegen werden wir auch EFC25 hier auf dem YouTube-Kanal hier auf... Na, belastend. Gehen wir direkt in die nächste Runde rein. So, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück in der zweiten Runde. Also wir müssen auf jeden Fall der Seite hinaus klären. Und was ich sagen wollte ist, EFC25 kommt ja in circa einem Monat raus. Das werden wir auf jeden Fall hier zocken. Und auch auf dem Kanal dann auch sehr, sehr viele Videos dazu rausbringen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es gerne rein. Ich werde es auf der PlayStation 5 zocken. Das heißt, wenn ihr auch eine PS5 habt, können wir gerne dann zusammen zocken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und Miguel hatte auch reingeschrieben gehabt, dass er den Kanal seit... den Account seit 5 Jahren hat. Also seit 2019. Auf jeden Fall geisteskrank. So, da ist Migi. Belastend. Ich wollte gerade hier den einen zum Schlafen bringen, aber es sieht diesmal besser aus. Wir haben hier 3 geholt.
sind da ganz vorne 4. Und das müsste doch ein Tor sein. Jawohl. Sehr schön. 1-0. Das ist CR7. Auch wenn ich sein Trikot gerade hier trage. Den nächsten haben wir geholt. Ich glaube, diesmal sieht es wirklich viel, 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 viel besser aus für uns. Ich versuche gleich auch die Ult hier einzusetzen. Ja, spiel in die Mitte, spiel in die Mitte. Oder geh zurück. Oh, belastend. Jetzt habe ich die Ult richtig verschwendet. Das war richtig schlecht von mir. Junge, 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 Junge. Aber der Ball ist weiter hinten. Oh Gott. Nein, oh mein Gott. Kai hat den Ball gehalten. Ich glaube, Kai war auch die Person, die das Tor vorhin gemacht hat für uns. Sehr cool, wenn du hier den Ball spielen würdest. Jawohl, 2-0. Da ist das Ding. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr cool. Gehen wir direkt in die dritte Runde rein. So, gehen wir mal in die dritte und letzte Runde rein der Zuschauerfolge. Bisher eine Niederlage, ein Sieg. Bin ich mal gespannt, wie wir es jetzt diesmal abschneiden. Oh Gott, ich bin halt so schnell down. Das gibt's doch nicht. Warum bin ich mit Sandy so schnell down? Und wenn ihr Tipps habt, mit, wie Sandy spielen soll, schreibt es gerne rein. Da haben wir auch gerade das erste Tor. Sehr, sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Migi ist auch gerade unter Beschuss. Aber da ist es schon vorbei. 2-0. Das ging gerade hier super, super schnell zu Ende. Gut, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Wöchentliche Gewinnspiele. Abonnieren lohnt sich. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios, amigos. Ciao, ciao. Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.